Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Parfümvideo. Heute geht es um zwei Düfte, die total unterbewertet sind. Ich habe die Düfte eigentlich schon mal vorgestellt in einem Video, und zwar Düfte, die ich mir immer wieder nachkaufen werde. Warum? Ganz einfach, weil sie gut sind. Ja, ich fange mal mit dem Nikos hier an. Nikos Skulptur kam genau wie der Hugo oder Hugo, kam 1995 raus. Die kamen also beide zeitgleich raus. Und Skulptur, der Nikos, ist meiner Meinung nach total unterbewertet. Warum? Das will ich euch gerne erklären. Der Duft an sich, das ist ein süß, würzig, frischer Duft. Ne? In den Basisnoten, Moment, oder beziehungsweise fangen wir erstmal mit den Kopfnoten an. Bergamotte, Mandarine, Orangenblüte, Zitrone, Koriander. Passt super, also wirklich super in Frühling rein. Und der Duft kostet per se absolut nicht viel. Den bekommt da teilweise in der großen Pulle, ich habe jetzt 100 Milliliter, da kriegt man den durchweg für 25 Euro. Müsst ihr mal gucken im Angebot. Notino, Presti, die haben öfters waren die Angebote. Ne? Und da bekommt er den Duft auf jeden Fall günstiger, als wenn er den in der Drogerie kauft. Aber man kriegt den logischerweise auch in der Drogerie. Ne? Und was ich finde, eigentlich zu Unrecht, weil der Duft ist wirklich, der ist klasse. Ist ein frischer Duft, wie gesagt, passt ideal eigentlich in Frühling rein. Ne? Kopfnoten sind dann Rosengeranie, Jasmin, in der Basis Amber, Tonkabohne. So, jetzt kommen wir zu dem großen Plus. Da muss ich allerdings gleich einhaken. Der Duft war logischerweise, als der Duft rauskam, ich glaube, ich habe mal so, ich glaube, ein Jahr danach, 95, 96, 95 kam er raus, 96 oder 97, habe ich den zum ersten Mal bei Müller entdeckt. Da war der schon 2 Jahre oder ein Jahr, glaube ich, auf dem Markt. Ne? Und der Duft, der hat eine irre Performance für einen frischen Duft. Ne? Er ist süß, süßlich, aber hat gleichzeitig auch eine richtige Frische. Und der Duft ist locker. Also der riecht auch nicht billig wie jetzt ein Drogerieduft. Der Duft, der könnte durchweg auch 50, 60, 70 Euro kosten. Ne, da gibt es wohl einen ähnlichen, ich meine von Xershoff, die haben so einen ähnlichen, ich weiß es gar nicht, wie der heißen soll, weil ich kenne den Xershoff, kenne ich nicht, ich kenne nur diesen, aber der wird oft mit dem Xershoff wohl verglichen. Wie gesagt, Haltbarkeit immer noch, würde ich sagen, locker 5 bis 6 Stunden, locker, ne? Es kommt natürlich auch drauf an, wenn ihr den mal ausprobiert, ne, ihr könnt den mal testen, der hat mit Sicherheit hat der auf einer entsprechenden Haut mit Sicherheit eine andere Haltbarkeit, auf den Klamotten auch, ne? Deswegen, hier muss man ganz klar sagen, das ist ein Designerduft, und als Designerduft ist ein absolut top Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht nur das, ihr kriegt hier für wenig Geld, kriegt dann eine super kriegt ihr eine super Performance, und der Duft, der hält sogar noch. Ne? Also was Ausstrahlung betrifft, was die Duft-DNA betrifft. Ne? Also die ist schon ein bisschen einzigartig. Ne? Da kann man jetzt sagen, ja, okay, Duschgel-Duft, ne? Viele vergleichen den dann, ja, das gibt es 1000 Mal. Nein, eben nicht. Also ich finde den Duft schon ein bisschen einzigartig. Ne?
Wenn ich den jetzt also vergleichen würde mit dem Dior Sauvage, mit dem EDT, dann würde ich den hier definitiv vorziehen. Ne? Ganz einfach, weil er ein bisschen anders da riecht. Ne? Und dann, wie gesagt, einen sehr frischen Auftakt und hält aber auch wirklich Dings, hält wirklich lange. Ne? Also immer noch. Ne? Das frühere Original mag sein, also ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich meine, der hat ja ein bisschen länger sogar als einen Tag gehalten. Ne? Da ist ja auch mein Glückchen, also heute geht's los, nur nichts getrunken, aber so viel Versprecher wie die Frau Baerbock habe ich nicht, gell? Also wohlgemerkt. Bei dem Duft ist ja hier mein Glückchen drin, oder zumindest mein Glückchen Ersatz. Lilial ist ja verboten und ich gehe mal davon aus, dass es einfach mit der Haltbarkeit dann auch ein bisschen zusammenhängt. Ne? Aber trotzdem, der Duft ist absolut total unterbewertet. Das Einzige, was hier total scheiße ist, sorry, das ist hier der Deckel. Ne? Also das ist sehr schlecht gelöst. Ne? Ich werde mal bei Gelegenheit, werde ich mal das EDP, das Neue, da gibt es jetzt ein Parfüm, der soll wohl dann wie der alte riechen, ne? Oder wie der Ursprungsduft. Ne? Also ich rieche von der Duft-DNA jetzt keinen Unterschied, ne? Zu früher. Wie gesagt, vielleicht die Haltbarkeit. Ne? Was gibt es sonst noch zu sagen? Der Sprüher, absolut okay. Ne? Für das Geld, ja, passt. Ne? Also wie gesagt, der Duft, wenn ihr den im Angebot bekommt, ne, so eine große, so eine 100er, die kriegt ihr teilweise, glaube ich, schon für 20, 25 Euro. Ne. Müsst ihr einfach umgucken. Ne. Wird auch, glaube ich, mal der DM, der hat auch das eine oder andere Mal, oder nee, nicht der DM, der Müller, Drogeriemarkt Müller, der hat den auch öfters mal im Angebot. Ne. Muss man einfach gucken. Ne. So, dann Hugo Boss Hugo. Ebenfalls ein Duft, der 1995 rauskam. So, was ist da das Besondere dran? Also ganz ehrlich, als ich den Duft das erste Mal getestet habe, muss ich sagen, war er mir fast damals zu süß. Früher hat man eher viel mehr so, ja, so würzige. Ich meine, das sind ja mehr oder weniger so aquatische Düfte, ne? Wenn man so schön sagt. Früher war es wohl so, da hat man eher so würzige Düfte mit, ja, Kiefern, Tannennadeln und so, so, ja. Da war ja, wenn man so will, der Davidoff war ja eigentlich der erste richtige aquatische Duft, ne? Wo richtige Dings, richtige Würze ausgehauen hat, ne? Und der Duft ist jetzt natürlich mit dem Davidoff, mit dem Cool Water absolut nicht vergleichbar. Das muss man ganz klar sagen, ist der Vorläufer vom Boss Bottle. Und ich finde den hier, finde ich besser als Boss Bottle. Warum? Der hat einfach so einen Vibe. Ich kann es euch nicht erklären. Ich kann euch mal die Kopfnoten sagen. Das Basilikum, Grapefruit, grüner Apfel. Die Apfelnote ist hier ziemlich präsent, ne? Also in den Kopfnoten. Ne? Dann hat der Duft noch Minze drin, Kiefernadel, Rum, Thymian, Zedernblatt. Ne? Also da ist ziemlich viel drin. Aber ich finde den wesentlich interessanter und komplexer als den Boss Bottled. Viele mögen sagen, ja, ich kann mit dem hier kann ich nichts anfangen, der ist mir, ja, ich weiß nicht, entweder zu süß, zu, ja, zu fruchtig, zu, was weiß ich, ne. Boss Bottle hat halt, sag ich mal jetzt, gegenüber dem hier, viel mehr Freunde gefunden, ne. Ist eigentlich ein Duft, der, ja, der für die breite Masse gemacht worden ist, der Boss Bottled.
ist ja von der Duft-DNA sind sie sich irgendwo ein bisschen, würde ich sagen, ein klein wenig ähnlich, ne? Durch den Apfel, ne? Aber der hier riecht meines Erachtens nach frischer. Frischer, aber halt auch süßer. Ich würde sogar sagen, ein bisschen süßer als der Boss Bottled, ne? Das hat mir am Anfang, muss ich sagen, nicht ganz so gut gefallen. Aber in den 90ern kamen dann mal öfters mal so süßliche Düfte raus. Und das ist ein absolut klasse Duft. Auch was Haltbarkeit, Preis angeht, ne? Der liegt hier definitiv unter dem Boss Bottled. Wie viel kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, was der aktuell kostet. Ich habe für den auch nicht mehr als 30 Euro bezahlt. Ne? Das ist absolut ein Duft, der total unterbewertet ist. Also da gebe ich euch die Empfehlung, probiert den aus und ihr könnt es mal ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie euch, wenn ihr den Bock probiert habt oder vielleicht habt ihr dann schon mal früher mal getestet, ne? Schreibt es einfach mal rein. Ne? Also ich finde den Duft besser als Bottled, den Boss Bottled. Ne? Und wie gesagt, der Pardon, Entschuldigung. Der Boss Bottled baut im Prinzip auf den hier auf. Ne? Der ist 5 Jahre später rausgekommen. 2000, ich glaube, wann war das? 2000, ja, das müsste so um 2000, 2001 kam der Bottled raus. Und der hier war 95, genau wie der Skulptur. Ne? Die kam zu. Also, ihr merkt schon, dass der Deckel, das ist nix. Also. Ich meine, die Form ist schon interessant, ne, von dem Flakon, ne, das Segel. Das finde ich schon schön gemacht. Aber hier der Deckel, das ist total das Billigste vom Billigen. Ne. Aber es kommt letztendlich kommt's ja auf den Duft und auch zum Teil auf den Sprüher drauf an. Ne. Und wie gesagt, ich finde den hier, den finde ich wesentlich interessanter als den Bottled. Irgendwas, also ich weiß nicht, was da noch drin ist. Meine in der Herznadel schreiben sie Gartennelke, Rosengeranie, Jasmin, Lavendel, Salbei. Also, Vetiver soll wohl noch drin sein, Moos, Sandelholz. Ne? Also, holzig finde ich den Duft jetzt nicht. Ne? Es ist nicht unbedingt jetzt ein holziger Duft. Ne? Der ist eher, würde ich sagen, wie gesagt, frisch, würzig. Ne? Aber das ist einfach eine Sache, die müsst ihr mal ausprobieren. Ne? Ich will, wie gesagt, nicht behaupten, dass der jetzt euch gefällt. Mir persönlich gefallen die beiden Düfte definitiv besser. Punkt A oder Punkt 1, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz klar. Ne? Wenn ich den jetzt, wie gesagt, den müsste man dann mal mit dem Xershoff testen. Ne? Aber ich habe den Xershoff habe ich nicht da, da kann ich euch nichts drüber sagen. Hier kann ich den vergleichen durchaus mit dem Boss Bottled, ne? Weil den Boss Bottled kenne ich. Boss Bottled hat, ja, der hat auch eine miese Haltbarkeit. Der hier hält immer noch 8, würde man sagen, ja, maximal 8, 6 bis 8 Stunden. Ne? Früher hat er auch, genau wie der hier, hat er irre lang gehalten. Also von dem hier war ich absolut geflasht, was die Haltbarkeit angeht. Das ist ein toller Duft, kann ich euch definitiv empfehlen. Holt euch den, probiert den aus, der kostet den viel. Ne? Und das ist, wie gesagt, ist ja auch ein Designerduft. Ne? Gut, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da. Gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.